Hi, ich bin Enrico von Outdoor BW. Wenn du wissen willst, in was für einem Urwald ich mich gerade befinde, bleib dran. Natürlich bin ich nicht in einem Urwald oder einem Dschungel unterwegs, sondern hier in meinem schönen Baden-Württemberg. Und zwar genau am Oberrhein. Ich mache eine kleine Wanderung, oder was heißt eine kleine, eigentlich eine große, durch die Rheinauen. Die liegen ungefähr zwischen der Stadt Offenburg und Freiburg im Breisgau. Vielleicht kennt auch der eine oder andere den Europapark Rust. Der ist nämlich gleich hier um die Ecke. Also so ungefähr, damit ihr wisst, wo ich bin. Morgen. So. Erstmal richtig wach werden. Und dann geht's ab an die Einsatzstelle, Packraft aufbauen und ab die Post. Ich hab's geschafft. Und ab jetzt bin ich im Taubergießen. Es fängt an mit einem seeartigen Zugang. Von hier aus starten auch die meisten regulären Paddeltouren. Also eine sehr bekannte und beliebte Einstiegsstelle. Okay, da vorne wieder die nächste Brücke, der nächste Spalt. Rechts noch einen alten Flachkahn.
Und so wie es aussieht, ist links auch eine Einstiegs- bzw. Ausstiegsstelle. Wobei der jetzt ganz schön plätschert davon, dieser Schwall. Naja, ich habe jetzt schon einige umfahren heute. Ich hoffe, dass auch dieser kein Problem darstellt. Aber der ist schon ganz schön laut, Mensch. Okay, da steht auch irgendwas auf dem Schild. Okay, gefährliche Strömung. Oh ja. Oh ja. Okay. Scheiße, noch eins. Oh, volle Ladung abkassiert. Gut, jetzt ist die Hose nass. Scheiße. Dann nützt auch die Spritzdecke nichts mehr. Mann. Oh nein. Jetzt war die Hose gerade wieder trocken. Ich bin jetzt wieder auf dem Rückweg. Das Boot ist sicher im Rucksack verstaut. Und ich hoffe, dir hat die Tour genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich fand es wirklich genial, hier durch die Rheinauen zu paddeln. Kann ich nur empfehlen.